Der neunte Tag, ich heiße euch herzlich willkommen bei This War of Mine an diesem Donnerstag. Ja, wir kommen gerade von unserer doch recht erfolgreichen Plündertour in der letzten Nacht wieder. Wir haben ein bisschen Kram geklaut von den guten Nachbarn und sind dann wieder sneaky entkommen. Das war nämlich die gute Ischgla. Nee, Quatsch, Ischgla nicht. Ischgla bist du, genau. Und du bist Schlater. Und ihr möchtet euch jetzt bitte nicht hier draußen unterhalten. Ihr könnt das auch drinnen machen. Ischgla, los, beweg dich. Hallo. Jetzt geht's. Schnackt ihr jetzt? Na, dann schnackt ihr beiden mal. So, ich schnapp mir Grisch, du, da bist du. Grisch, du darfst erstmal nach oben. Du darfst dir was zu knabbern holen. Hast du nicht hier gepennt? Da hinten ist doch dein Zimmer. Hm. Na gut, hau mal rein. Ich möchte heute noch ein paar, also mindestens einen Wasseraufbereiter noch bauen da oben. Und natürlich auch alle drei dann gleich bestücken. Das heißt, wir gehen erstmal hier runter. Ihr beiden habt Spaß, das freut mich. Wenigstens ein bisschen was. So, dann darfst du dir gleich mal die nächste Nahrung hier vom Tisch nehmen. Wie sieht's bei der Lütten Ischgla aus? Die hat noch keinen Hunger. Wunderbar. So, dann Wasser. Das klickt nach da oben. Ja, wunderbar. Das passt da direkt in der Mitte. Hingestellt. So, ja. Flatter ist immer noch leicht verletzt. Das heißt, wir werden ihr noch einmal eine Bandage drücken. Und dann haut sie sich direkt wieder ins Bett, damit sie fit wird. So, ab ins Bettchen. So, du baust da oben. Ischgla, kannst du eigentlich... Nein, renn hier doch nicht immer hinterher jetzt. Bleib doch mal... Mensch, Mädchen. Kannst du da oben die Filter bestücken? Das ist doch nicht so schwer, oder? Bisschen schneller, bitte. Wir haben doch keine Zeit. Los, Mädchen. Sportlich, sportlich nach oben. Los, los. Noch eine höher. Also zumindest haben wir echt schöne Konservendosen weggeholt von der letzten Plünderaktion. Ich weiß nicht, wie man das muss. Ich kann es aber lernen. Echt? Okay, und... und wie? Oh, beibringen? Ach so, aber es ist ausgegraut. Nee, renn dich nicht gleich wieder weg, Mädchen. Du bleibst jetzt hier. Du lernst jetzt. Aber wie lernst du das? Jetzt stehen die beiden ineinander, aber es passiert immer noch nichts. So, guck zu, wie der das macht. Hast du gesehen, Ischgla? Ach, ich wünschte, diese Eltern, da kann sie selber. Was ist denn? Da musst du doch nur so einen Filter da reinschlagen. Ich weiß gar nicht, was der da rumhämmert. Eigentlich ist es doch nur irgendwie. Der Filter ist doch schon gebaut. Ja, was denn? Ich lass mich doch erstmal hier rumfiltern, Mädchen. Geh hier. Geh die Wand dann mal. Los. Ich weiß nicht, wie ich dir das beibringen kann. Vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal raus. Ab. Geh Wand malen. So, ab in die Ecke mit dir. Ab unter die Treppe. So, Grisch, du baut da oben den letzten Filter und dann gucken wir mal. Also ich glaube, da haben wir bald unsere... Ja, also eine Falle hätte ich hier gern noch, aber die kostet 10 Teile. Wir haben noch 6. Das reicht wohl nicht ganz und das dauert halt immer ewig, bis das Ding fertig wird. Aber es ist recht effektiv. Da kommen, glaube ich, immer 4 Nahrung rein. Raus, meine ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, ich glaube, dass wir auch gar nichts weiter mal machen können jetzt. Geh mal nach unten und guck mal. Also wir können hier, glaube ich, noch nichts upgraden, aber vielleicht können wir die nächste Baustation bauen. Bin nur nicht sicher, ob wir das brauchen. Destillateur. Ja, das ist für Alkohol, aber... Wie viel Zucker haben wir denn? 25 und ein bisschen... Ja gut, wir haben echt noch nicht viel Wasser, ne? Aber wir könnten halt mit dem Alkohol gut handeln dann. Wir werden das Ding einfach mal hinstellen. Wir brauchen es früher oder später auch. So, die Destille kommt hier in den abgeschlossenen Keller, damit die Lütte dann nicht langsam, nicht heimlich dran nascht. Ab hinter. In ihrer Abwesenheit aufbauen, damit sie das nicht mitkriegt, dass wir da unten hier im Keller unseren eigenen Alkohol brauen. Nein. Ischgla? Ja, wird sie vielleicht? Ach, jetzt bist du da im Spielen. Okay. Da hüpft sie da hinten. Man sieht das Feld gar nicht. Ach doch, da ist das. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da, wo diese Nummern oder diese Zahlen draufgeschrieben sind, dann schmeißt man da irgendwelche Steine und ansonsten... Ja. Ich hatte eine spannende Kindheit, ihr merkt das. So, der Stille ist fertig. Jetzt können wir uns was brennen hier unten. Ach, guck mal, wir können es sogar... direkt 2 herstellen. Ich denke, das machen wir auch. Kostet zwar 8 Wasser, aber
Achso, nur an Wasser hapert es jetzt, dass wir nicht so viel herstellen können. Ne, machen wir mal. Wir hauen das mal an da unten. Früher oder später kommt der Händler natürlich wieder und da können wir mit ihm noch ein bisschen handeln mit dem Kram. Ja, leider funktioniert eine Vielzahl der Mods, finde ich, nicht. Dieses Kronkorken-Mod-Ding funktioniert nicht und auch dieses, dass wir da looten können, vernünftig looten können, funktioniert nicht. Aber gut. Achso, ich wollte noch, genau, in weiser Voraussicht, ich weiß nämlich, ja gut, ich weiß eigentlich nicht mehr ganz genau, wir waren in der letzten Season an einem Haus, da waren irgendwie zwei ältere Eheleute und die haben viel Kram in ihrer Butze und das möchte ich, weil ich ein Arschloch bin, gerne klauen. Jetzt haben wir keine Teile mehr für Dietriche. Das ist sehr schön. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die Nacht. Und dann möchte ich mal gucken. Es wird... Alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und deren Sohn. Ich bin nicht sicher, ob das das Ding war. Aber ich möchte ein bisschen arschig sein und möchte bei den klauen. Genau wie in der letzten Nacht. So, Slata, du bleibst bitte diesmal Wache. Du wirst irgendwie schon klarkommen. Ich gehe mit ihm plündern und sie schläft im Bett. Plündern, schlafen, Wache stehen. Ja, so, wir gehen mit Christu, der entschlossene Vater. Wir nehmen einmal die Crowbar mit. Ach, wir haben einen Dietrich noch, guck an. Den nehmen wir mit und das war's, glaube ich. Mehr brauchen wir nicht. Ja, wir schnieken uns da mal rein. Sobald wir da auf Zustand... Ach, scheiße, wir haben die Schaufel nicht mitgenommen. Verdammt. So, jetzt gucken wir erstmal da oben. Ach, war das? Nee, das war nicht dieses... Oh, da hört man schon was. Da ist einer. Da ist eine Tür aufgegangen gerade. Mist, können wir hier hoch? Ach cool, wir können da hoch. Hauptsache, er kommt jetzt nicht entgegen hier. Wo ist denn die Küche? Erste Anlaufstelle ist Küche. Da ist sie. Dann heißt es hier hoch und dann gucken wir mal. Wir riskieren es einfach mal. Machen wir die Tür wieder zu, weil sonst checken die das immer, dass ich hier... Ist da einer? Schnell nach oben. Oh, da oben wird auch einer sein, was? Nee, achso, das war dieses Fenster, ne? Oh. Den habe ich gesehen. Wo rennst du hin? Oh, bitte nicht hierher jetzt. Ach, natürlich geht der jetzt da hin. Alter, wenn der jetzt hierher kommt, dann habe ich ja Probleme. Ja, genau, geht da lang. So, wir riskieren es einfach, komm. Schnell hier rüber schnieken. Und. Oh. Meins, 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 meins. Tschüss. Da, 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 da. Gucken wir hier nochmal. Nicht? Oh, meine Mann. Meins, 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 meins. Nicht mal meins. Tschüss. Oh, mein Gott. Ich mag so eine Sneaky-Aktion, mein Gott. Man, dann sitzt er mal davor und denkt, oh, und nicht entdeckt. Und dann. Fängt das Herz an zu klaspern? Klaspern? Ist das ein Wort? Ich weiß gerade nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt gucken wir nochmal kurz hier. Da ist gerade einer verschwunden. Oh, jetzt geht er da lang, guck mal. Und jetzt checkt er. Oh, Fressen weg. Wer war da? Machen die jetzt eigentlich einen auf Alarm, oder? Wie, genug für jetzt? Da ist überhaupt nichts mehr drin. Wo geht er jetzt lang? Wo geht er lang? Nee, ja, gar nicht mehr. Irgendwo, du gehst wieder nach oben. Ich glaube auch, dass ich, also ich würde uns, glaube ich, in der nächsten Nacht vielleicht nochmal hierher trauen und einen Weg hier unten lang graben. Ihr seht, einer kommt jetzt hier lang und wenn der jetzt nach hier latscht, bin ich am Arsch. Das heißt, ich gehe mal hier lang und mache mal die Tür zu. Kommt er nicht? Na gut, dann werden wir hier den einen Haufen noch durchsuchen. Vielleicht finden wir zur Not noch ein paar Teile. Die brauchen wir. Die brauchen wir auch unbedingt. Ja, die Kräuter will ich. Hier, Karotten. Karotten für Ischka. Die frisst doch eh nichts anderes, die Olle. So, die Teddybären haben wir auch genug. Ich brauche Holz. Warum nehmen die denn so wenig, so viele Slots weg? Das verstehe ich nicht. Und nur ein Stack oder ein einziges Bauteil-Ding, das ist ja nicht so viel. Na gut, lassen wir den Rest liegen. Ja, kurz und knapp haben wir wieder eine schöne Diebestour hinter uns. Und hier, ihr seht, was hier alles im Blödsinn im Weg liegt. Ich glaube, da machen wir uns dann morgen durch. Ja, also, ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.